Guten Tag, Leute. Hier spricht euer Peter. Das erste Champions League Gruppenspiel, Leute. Wir spielen heute unser erstes Gruppenspiel in der Champions League, Leute. Bin ich mal gespannt, Leute. Ob wir die Chance haben, den Titel zu gewinnen. Ich bin mal gespannt, Leute. Wir müssen unser Team. Wir sind eine starke Mannschaft. Wir können um jeden Jahr um den Titel kämpfen. Ob wir dieses Jahr gewinnen, werden wir sehen. Und gegen Lok Moskau müssen wir heute einen Sieg holen. Wir müssen gegen Lok Moskau die ersten drei Punkte holen, Leute. Das ist unser Ziel und dann schauen wir einfach, wie wir es hinkriegen, Leute. Gegen Lokomotive Moskau. Ich bin mal gespannt, wie wir es hinbekommen, Leute. Wir müssen einfach unser Spiel machen. Das ist wichtig. Unser Spiel müssen wir gewinnen. Mehr kümmern. Lok Moskau und RB Salzburg sind die Teams, die wir besiegen müssen. Zweimal, Leute. Und dann haben wir die Punkte, die wir wollen für den Gruppensieg. Ob wir den Gruppensieg dann schaffen, werden wir sehen, Leute, mit dem Gruppensieg. Wir gucken einmal mit dem Gruppensieg. So, die Mannschaft passt. Können wir so lassen. Aufstellung passt, das passt, die Taktik passt, Rolle passt, Anweisung passt, da. Und dann würde ich sagen, spielen wir einfach gegen Lok Moskau und versuchen heute wieder einen Sieg zu holen, um dann die Gruppe. Am besten wären halt zwei Siege gegen Lok und gegen Salzburg, Leute. Das sind die wichtigsten zwei Spiele, die wir gewinnen müssen. Und dann haben wir 12 Punkte, sozusagen. Und wenn wir die 12 Punkte haben, Leute, sind wir eigentlich fast, im Achtelfinale, Leute. Das ist wichtig. Im Achtelfinale, wir wollen ins Achtelfinale. Und Gruppensieger ist dann ernst, müssen wir halt dann ernst gucken, ob wir es dann schaffen, gegen Atletico zu gewinnen, Leute. Mindestens einmal müssen wir mindestens gewinnen, Leute. So, und das ist halt das Ding. Gewinnen wir gegen die, das wird halt die überlegen, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht gegen. Ja, Salzburg müssen wir gewinnen. Lok Moskau müssen wir auch gewinnen, Leute. Komor ist vorbereitet, wichtiges Ergebnis heute. Drei Punkte, 10 heute Pflicht hier in Moskau. In Moskau sind diese drei Punkte wichtig. Ja, ein wichtiges Spiel, Leute. Ein wichtiges Ergebnis ist heute gegen Lok Moskau. Na, schauen wir, ob wir es hinkriegen, Leute, ob wir es gegen Lokomotive Moskau die ersten drei Punkte im Spiel machen, Leute. Bin ich mal sehr gespannt, Leute, wie wir es hinkriegen. Oh man, hoffen wir mal das erste Champions League Spiel, Leute, in der neuen Saison. Alaba ist ja wieder fit, Leute, sozusagen. Aber heute wird er wahrscheinlich noch nicht spielen, Leute, Alaba. Da wird vielleicht dann nächste Woche, wird er vermutlich dann wieder in die Startaufstellung kommen. Weil wir wollen ihn ja wieder vorsichtig aufbauen, Leute. Das ist ja wichtig. Langsam aufbauen. Langsam aufbauen für wichtige Spiele, Leute. Für wichtige Spiele. Und wie gesagt, was mit Alaba ist, wissen wir immer ja noch gar nicht. Leute, mit Alaba wissen wir es ja immer noch nicht. Er hat den Vertrag nicht verlängert, noch nichts. Das ist halt die große Frage. Verlängert er den Vertrag oder wie geht's weiter? Das ist jetzt die große Frage. Wir werden dann sehen, was wir machen, Leute, mit Alaba. Theoretisch, wenn er gehen sollte im Winter oder eventuell im Sommer. Wenn er im Sommer, müssen wir halt überlegen, ob er im Winter nicht geht, dann eventuell. Dann, dass man. Wir werden sehen, Leute. Und das heißt dann sozusagen, wir haben einen Trainer, einen neuen Spieler, aber wir haben dann noch einen anderen, den ich dann mir holen werde, wahrscheinlich, Leute. Das ist der Upamecano, was ja die beiden Echten auch geholt haben im Winter.
werden wir einfach sehen, Leute. So können wir es machen. Wir wissen, wir haben eine starke Mannschaft. Wir brauchen heute 3 Punkte und dann holen wir uns den Titel. Ja, dann schauen wir mal die. Ja. Und los geht's. Schaffen wir heute die 3 Punkte, Leute. Schaffen wir heute die 3 Punkte. Schaffen wir heute die 3. Kinsley, komm mal, das war jetzt wichtig. Ja, und 1-0. Wichtiges Spiel. Okay, Kinsley, komm mal, Leute. Das habe ich so ein bisschen auf dem habe ich so ein bisschen gehofft, Leute. Dass Kinsley, komm mal, auf den Außenposten sehen. Weil man, die Konter, die funktionieren zurzeit bei uns richtig gut gegen Lokomotive Moskau ist einfach zurzeit nicht zu. Und das Vorteil ist, er geht halt durch und wir schießen halt entgegenrichtung. Und so kriegen wir ihn halt gut down, Leute. Das ist halt wichtig. Das ist halt wichtig, dass wir ihn hinkriegen, Leute. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir jetzt ein gutes Spiel abliefern gegen RB, gegen Lokomotive Moskau. Und Alter, Komo ist einfach die Maschine, Alter, was ist denn da los, Alter? Alter, was ist mit Lok Moskau los heute, Leute? Was ist mit Lok Moskau los, Leute, Alter? Alter, man, nach 5 Minuten schon, Alter. Alter, was ist denn die Taktik, Alter, die Mann. Alter, wir führen schon 2-0 und jetzt sind nicht mal 10 Minuten gespielt, Leute. Es sind nicht mal 10 Minuten gespielt, Leute. Alter Mann, das Spiel läuft da so gut für den FC Bayern, Leute. Okay, das war für unsere Abwehr nicht so ein guter Aufbau. Ah, Davis, eine kleine Kackfeder. Alter, was war denn das für ein Fehler in der Defensive, Leute? Alter Mann, was war denn das für ein Fehler? Wir hätten den Ball einfach wegschießen müssen. Einfach wegschießen. Was macht ein Pavard doch? Das ist noch unsere Problemfall, der Pavard, Leute. Pavard ist und noch unsere Himmelsszene in dem Spiel, Leute. Ah, ja, der ist noch unser Problem, Pavard. Ja, Mann. Ja, das ist unser. Wir müssen ruhiger spielen. Wir müssen in der Abwehr auch die Bälle rausschlagen dann. Eventuell, wenn es dann wirklich mal sein muss.
Ruhig von hinten aufbauen, immer ruhig. ...3-1... Bayern holt sich den ersten Sieg. Alter, was ist mit Lok Moskau heute los? Die spielen ja überhaupt nicht gut. Alter, wir haben so einen Lauf zur Zeit. Das ist ja nicht normal, Leute. Wir haben echt kein... Wir haben echt keinen Lauf, Mann. Und ich würde immer sagen, Leute, Nübel wird in Tuma immer sozusagen im DFB-Pokal mit. Der ist unser DFB-Pokal-Torhüter, Leute. Und da. Ah, schade. Würde ich so sagen, Leute. Übel wird zu unser DFB-Pokal-Torhüter, denke ich. Neuer wird dann. Ja, was man wirklich mit Nübel mal machen wird, weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass man vielleicht Nübel dann. Was man mit Nübel machen, weiß ich halt. Das ist halt das Problem. Deswegen habe ich ja noch einen anderen Torhüter mir geholt. In den Ding mit reingenommen, Leute. Da habe ich ja noch Donnarumma geholt. Einer der vielleicht besten in Torhüter, vielleicht in der Zukunft einer der besten. So, aber. Handspiel, das war Handspiel, wie es aussieht, Leute. Elfmeter durch Lewandowski. Alter, das Spiel ist funktioniert, die Taktik. Und aber wir haben eins, Leute. Ach, doch, Elfmeter. Ich habe auch eins gemacht, ich habe auch eine neue Taktik eventuell eingeführt. Ob wann wir sie benutzen, werden wir sehen, Leute. Das werden wir sehen, wenn wir die neue Taktik benutzen, Leute. Aber Alter, die Bayern. Guck mal, wir könnten jetzt eigentlich schon ruhig spielen. In der zweiten Hälfte könnte man vielleicht schon die Spieler könnte man Dings machen, die zweite Garde spielen. Und können wir die zweite Garde benutzen, Leute. Weil Lokomotive Moskau ist nicht in unserer Liga. Guck mal, das ist ja schon irgendwie normal, wo ich die Abwehr spiele. Die aller vier, aller Lok Moskau ist nicht in unserer Liga, Leute, Lokomotive. Lok Moskau ist nicht unter. Lok Moskau ist nicht unter. Also das heißt, wir könnten heute sozusagen Lok Moskau schon sehr tiefen Schlag für ihre Qualifikation in der Europa League. Weil ich denke, Leute, Salzburg und Salzburg und Moskau, die werden vermutlich um den dritten Platz kämpfen. Ein Vorteil ist, Leute. Wenn wir so. Das eine Vorteil ist jetzt gegen Lokomotive Moskau, dass wir jetzt ein bisschen ruhig spielen können.
Wir können in der zweiten Hälfte, wie gesagt, können wir wieder Spieler rausnehmen, Leute. Können wir Spieler wieder rausnehmen aus dem Team. Und das ist so ein Vorteil, Leute, dass man... Das ist so ein Vorteil durch das, dass man halt jetzt bleibt, Lok Moskau eigentlich dominieren, Lok Moskau. Aber das Problem ist, man weiß nicht, wie die zweite Hälfte so funktioniert, Leute. Weil wir haben einen Fehler gemacht und wenn wir den Fehler 2-3 mal machen, dann können wir auch gegen Lok Moskau nicht gewinnen, Leute. Wie zum Beispiel den Fehler jetzt zum Beispiel, Leute. Wenn wir den jetzt öfter spielen, funktioniert es dann auch nicht, Leute. Das ist auch das andere Problem. Madrid führt, Liverpool führt, okay. Und wie gesagt, Leute, wir können die Taktik ändern. Ich jetzt sage, Müller kriegt eine Pause. Er geht rein. Kimmich. Ich würde sagen, wir nehmen Musiala ins Team. Ach, wenn der die Position für ihn nicht stimmt, Leute. Nicht passt, Leute, aber wir nehmen ihn trotzdem ins Team mit. Und so machen wir. Weil ich habe die andere Taktik, da könnte man es anders da machen. Aber die bin ich immer noch nicht am überlegen, wie man die Taktik oder wann man die Taktik mal testen soll. Mal. Weil da bin ich noch nicht so hundertprozentig sicher, wann wir die testen sollen mal. Es kann sein, dass wir im nächsten Spiel die testen dann, Leute. Alter, das Spiel ist aller meine Kerle, das hast du verloren. Alter, ist das was bitter für Lok Moskau, Leute? Ist das bitter für Lokomotive Moskau, Leute? Alter, ist das bitter, Alter. Ist das für ein Leid, für Moskau bitter? Ist das Spiel für Lok Moskau bitter? Und unser Top-Talent, Leute, macht sein erstes Champions League-Tor, Leute, für unser Team. Alter, wir spielen hier die Mannschaft auseinander, Leute. Alle aber schon nicht mit normal, Leute. Was Lok Moskau mit hinkriegt, alle. Ich wollte mir eigentlich ausleihen, Leute, ihn, den Friedrich. Ich wollte ihn ausleihen, aber vielleicht war es doch nicht so der Fehler, ihn doch zu behalten, Leute. Aber alle, das Spiel ist einfach nicht normal gegen Lok Moskau. Gegen Lok Moskau. Gegen Lok Moskau. Guck mal, wir können heute das Spiel jetzt eigentlich ruhig spielen. Wir brauchen jetzt nicht mehr Kraft zu investieren, Leute, mehr.
Wir können das Spiel jetzt einfach nach Hause arbeiten. Wir brauchen jetzt eigentlich keine Kraft mehr ins investieren, Leute. Wir brauchen eigentlich keine Kraft mehr zu investieren, Leute. Wir können jetzt unser Spiel einfach... Oh, oh, na okay, Musiala wäre frei gewesen, aber wir hätten dann in die Mitte, aber dann war er schon dicht, Leute. So kann man sagen, die Mannschaft ist on fire. Das ist so eine schöne... Das ist ein schönes Gefühl, Leute. Dass die Mannschaft einfach funktioniert zurzeit. Dass die Mannschaft einfach so... Dass die Mannschaft einfach funktioniert, Leute. Die funktioniert zurzeit einfach. Und das ist ein Vorteil, dass sie funktionieren. Okay, ich hätte schießen... Ja, okay, Friedrich hätte schießen müssen, aber der hätte dann... Ja, egal. Nächstes Spiel wird gegen Köln stattfinden, Leute. Alter, mir tun die Mannschaft... Alter, Moskau tut mir leid, Leute, Moskau. Moskau tut mir so leid, Leute. Moskau tut mir so leid heute, Leute. Alter, Moskau tut mir so leid, Alter. Moskau tut mir so leid heute. Die tun mir so leid, Moskau, Leute. Alter, Moskau, aller Trainer wird, glaube ich, gefeuert nach dem Spiel, glaube ich. Ich glaube, der Trainer wird nach dem Spiel gefeuert, Leute. Ich glaube, der Trainer wird nach diesem Spiel gefeuert, Leute, nach dem Spiel. Der Trainer wird nach diesem Spiel wahrscheinlich gefeuert, Leute. Der wird nach diesem Fall... Der wird nach diesem Wie gesagt, er wird wahrscheinlich gefeuert nach die aller. Das ist ja abnormal, was leid, was die Moskauer hier. Was die Moskauer heute für eine Packung kriegen gegen. Ach, 2-1. Scheiße. Alter, was ist mit der Mannschaft los? Sie bricht ja zusammen, Moskau. Moskau bricht ja auseinander. Alter, die brechen ja komplett auseinander.
Aber ich, die brechen hier auseinander. Alter, Kingsley Coman macht schon sein viertes Tor in dem Spiel. Der Top-Stürm, Alter. Kingsley Coman. Kingsley Coman macht es sein viertes Tor hier heute. Aller Kinzel, aller die. Ich. Aller Trainer, aller, wenn der wieder nach dem Spiel nach Hause geht, aller in die Vereinszentrale, der wird eigentlich komplett gefeuert, Leute. Der wird komplett gefeuert, der Trainer. Und ein Vorteil ist es, Leute, durch das 8:1 haben wir erstens leider durch den das Gegentor haben wir halt ein Gegentor kassiert. Aber sozusagen Madrid muss erstmal so hoch gewinnen gegen Moskau. Das heißt, wenn die Moskauer nicht so hoch gewinnen, und dann wird's halt heftig werden. Und Moskau wird schwer haben, heute in den dritten Platz zu schießen, Leute. Weil Bayern München einfach nicht zu schlagen war. Alter, heute war man einfach nicht zu schlagen, Bayern. War heute einfach nicht zu schlagen. Junge, und Coman an der 10-0 eigentlich optimal. Und Madrid gewinnt, Liverpool gewinnt. Gladbach verliert, oh Mann. Das ist bitter für Gladbach, Leute. Das ist bitter für Gladbach, finde ich. Muss man ehrlich sagen, für Gladbach. Das ist bitter. Благодарим вас за возможность задать вам несколько вопросов после матча. Ja, würde ich auch sagen. Genau, sind überlegt, Leute. Genau, vier Tore. Er ist unser. Wir müssen langsam aufbauen, ein bisschen. Genau, was für eins. Aber ob er jedes Mal spielt, weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass er morgen nicht spielt. Aber heute habe ich gedacht, bei so einem Ergebnis, können wir ihn spielen lassen, Leute. So würde ich sagen, es ist noch Luft nach oben, Leute. Es ist noch Luft nach oben, Leute. So kann man sagen. Die Luft ist noch, wir haben noch. Alter, er wird aber, er nimmt immer wichtiger. So, jetzt schauen wir mal. So, jetzt schauen wir mal, was für monatliche Updates. 22 kann man verpflichten. 1,8, den verpflichten wir nicht. Nein, und auch nein. Gut, da haben wir ihn, okay, gut. So, jetzt müssen wir nochmal mit den Leuten reden, natürlich. Okay. Genau, er kann eine Zukunft bei der Mannschaft haben. So, jetzt steht die Sache, tun wir noch Vorspule bis zum nächsten Spiel. Gucken wir mal, ob wir alles haben. Passt. Alles simulieren, das passt. Können wir wieder weitermachen und dann steht die Sache, drin, tun wir weiterspielen. Guck mal, alle zwei Punkte vor Leverkusen. Okay. Leihangriff von Friedrich, Reassortatas, wir wollen mal nichts machen.
von Schottland. Ne? Schottland würde ich nicht, wenn ich machen würde, würde ich für Deutschland, eventuell für Deutschland machen. Das habe ich mir überlegt. Für Deutschland werden wir spielen. Aber ich würde sagen, gegen Köln werden wir erst beim nächsten Mal spielen. Somit sagt euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.